Es waren einmal drei kleine Schweine, die mit ihrer Mutter in einem kleinen Haus lebten. Es war für sie die Zeit gekommen, auszuziehen und alleine zu leben. Die Mutter rief ihre drei Kinder zu sich. Meine lieben Kinder, die Zeit ist für euch gekommen, in die Welt hinauszuziehen. Geht und startet euer neues Leben. Aber was auch immer ihr tut, vergesst niemals, immer euer Bestes zu geben. Das ist der einzige und der beste Weg zu überleben. Etwas traurig, aber auch sehr aufgeregt verabschiedeten sich die drei kleinen Schweine von ihrer Mutter. Und sie machten sich auf den Weg. Nach einer Weile fanden sie ein Stück Land, auf dem sie ihre eigenen Häuser bauen konnten. Das jüngste Schweinchen nahm sich vor, sein Haus aus Stroh zu bauen. Er dachte sich, dies sei der schnellste und einfachste Weg, ein neues Haus zu erbauen. So würde er später viel Zeit zum Spielen haben. Das jüngste Schweinchen baute sein Haus innerhalb von nur einem Tag. Er rief seinen Brüdern zu. Hey Leute, ich bin schon fertig! Das ältere Schweinchen schaute sich das Haus an. Aber das Haus sieht überhaupt gar nicht stabil aus. Wie soll uns das denn vor dem Wolf beschützen? Das jüngste Schweinchen scherte sich gar nicht darum. Keine Sorge, mir passiert schon nichts. Okay, aber sag nicht, ich hab dich nicht gewarnt. Das mittlere Schweinchen beschloss, sein Haus aus Holz zu bauen. Aus Holz, das er im Wald sammelte, baute er sich eine kleine Hütte. Es dauerte 3 Tage, bis das Haus fertig war. Und dieses Haus war etwas stabiler als das aus Stroh. Das älteste Schweinchen kam rüber zu ihm. Mein Bruder, das hast du toll gemacht, aber das sieht immer noch nicht sehr sicher aus. Soll das Haus uns wirklich vor dem Wolf beschützen? Das mittlere Schweinchen antwortete. Keine Sorge, mir passiert schon nichts. Okay, sag mir nicht, ich hab dich nicht gewarnt. Während die 2 jüngsten Schweinchen sich in ihren neuen Häusern entspannten, arbeitete das älteste Schweinchen ohne Rast. Er baute ein Haus aus Steinen und Zement. Die anderen Schweinchen dachten, der ganze Aufwand wäre übertrieben. Sie verbrachten ihre Zeit damit zu spielen und Spaß zu haben. Warum machst du dir so viel Mühe, wenn du so schnell wie wir hättest sein können? Der ist viel zu ängstlich. Das älteste Schweinchen hörte ihnen gar nicht zu. Er arbeitete für eine ganze Woche und schließlich war sein Haus aus Steinen und Zement fertig. Am nächsten Tag kam ein hungriger Wolf vorbei. Er blieb vor dem Haus aus Stroh stehen. Das kleine Schweinchen schlief in seinem Haus aus Stroh. Der Wolf klopfte an der Tür. Mach die Tür auf und lass mich rein. Sonst puste ich dein Haus weg. Du kannst mir gar nichts antun. Mein Haus ist stabil genug. Also holte der Wolf tief Luft und pustete das Haus aus Stroh weg. In letzter Sekunde konnte das kleine Schweinchen fliehen. Und er rannte herüber zum Haus seines Bruders, das aus Holz gemacht war. Er klopfte an die Tür und als das mittlere Schweinchen die Tür öffnete, rannte das kleinste Schweinchen so schnell es konnte hinein. Mach schnell die Tür zu, der Wolf ist hinter mir her. Keine Sorge, in meinem Haus kann er uns nichts tun. Nach kurzer Zeit kam der Wolf zum Haus des zweiten Schweinchens. Er rief mit seiner lauten Stimme. Mach die Tür auf und lass mich rein, sonst puste ich dein Haus weg. Mein Haus nicht wegpusten. Also holte der Wolf noch tiefer Luft als zuvor und pustete das Haus aus Holz weg. Beide Schweinchen rannten zum Haus ihres großen Bruders und konnten dem Wolf nur um ein Haar entkommen. Bruder, der Wolf ist auf dem Weg hierher, was sollen wir tun? Das älteste Schweinchen antwortete sehr selbstsicher. Macht euch keine Sorgen, der Wolf kann hier nicht reinkommen. Kurze Zeit später kam der hungrige Wolf am dritten Haus aus Steinen und Zement an. Und er rief, während er an die Tür klopfte. Mach die Tür auf und lass mich rein. Sonst puste ich dein Haus weg. Versuch's doch, du blöder Wolf. Du kommst hier nicht rein. Der Wolf ärgerte sich sehr. Er holte tief Luft und pustete so fest er konnte. Doch nichts passierte. Er konnte das Steinhaus nicht zum Einstürzen bringen. Er gab sich die größte Mühe, aber nicht ein Stein bewegte sich. Schließlich gab der Wolf erschöpft auf und fand einen anderen Weg ins Haus. Er sah den Schornstein oben auf dem Dach.
und er begann, an der Hauswand hochzuklettern. Als das kleine Schweinchen dies bemerkte, ging er schnell zum Kamin und zündete das Feuer an. Dann stellte er einen großen Kessel mit Wasser auf das Feuer. Der Wolf kletterte am Schornstein hoch und sprang hinein. Und er landete direkt im kochenden Wasser. Ah, Hilfe! Ich verbrühe! Zu Hilfe! Ah, Hilfe! Endlich waren die drei kleinen Schweinchen vom Wolf befreit. Sie fielen sich glücklich in die Arme. Am nächsten Tag gingen die drei kleinen Schweinchen ihre Mutter besuchen. Sie erzählten ihr alles, was passiert war. Das jüngste Schweinchen rief seiner Mutter zu. Du hattest recht, Mama. Was auch immer wir in dieser Welt tun, wir müssen unser Bestes geben. Wenn man wirklich für etwas arbeitet, ist man auch erfolgreich. Von diesem Tag an waren die zwei jüngsten Schweinchen niemals mehr faul. Sie arbeiteten schwer wie ihr großer Bruder. Und sie lebten ein glückliches und sicheres Leben. Es war einmal ein kleines Haus tief im Wald. Dort lebte die Muttergeiß mit ihren kleinen Geißlein ein friedliches und glückerfülltes Leben. Die kleinen Geißlein waren so niedlich und spielten den ganzen Tag. Die Muttergeiß, wie alle Mütter, liebte ihre Kinder sehr und beschützte sie vor den wilden Tieren im Wald. Eines Tages, bevor sie wie immer in den Wald zog, um Essen zu besorgen, rief sie ihre Geißlein zu sich. Meine lieben Kinder, macht die Tür für niemanden auf. Wenn der Wolf in unser Haus kommt, frisst er uns alle am lebendigen Leib. Er wird sich verkleiden und versuchen, euch zu täuschen. Aber wie sollen wir ihn denn dann erkennen? Ich habe eine hohe und sanfte Stimme, also könnt ihr ihn sofort an seiner tiefen und rauen Stimme erkennen. Als sie sich auf den Weg machte, erinnerte sich die Mutter Geiß an noch etwas. Die Füße des Wolfes sind schwarz und meine sind weiß. Ihr könnt ihn also auch an seinen Füßen erkennen. Keine Sorge, Mutter. Wir passen auf uns auf. Du kannst auf uns zählen. Die Muttergeiß verabschiedete sich von ihren Geißlein und lief in den Wald hinein. Der Wolf beobachtete sie aus der Nähe. Er wartete einen Moment und ging dann zu dem Haus herüber und klopfte an die Tür. Wer ist da? Öffnet die Tür, meine Geißlein. Eure Mutter ist hier. Ich habe euch leckeres Essen mitgebracht. Aber die kleinen Geißlein erkannten die raue Stimme des Wolfes sofort. Du bist nicht unsere Mutter. Ihre Stimme ist sanft und freundlich. Du bist der Wolf. Du kannst uns nicht täuschen. Der Wolf ärgerte sich sehr, da sein Plan nicht funktioniert hatte. Also besorgte er sich ein Stück Kreide und aß es. Jetzt klang seine Stimme viel sanfter. Er ging zurück zu dem Haus der Geißlein und klopfte erneut an die Tür. Diesmal sprach der Wolf mit sanfter Stimme. Öffnet die Tür, meine Geißlein. Ich habe euch leckeres Essen aus dem Wald mitgebracht. Als sie die Stimme des Wolfes hörten, dachten die Geißlein dieses Mal wirklich, dass es ihre Mutter wäre. Aber als sie gerade die Tür öffnen wollten, rief eins von ihnen. Wartet! Lass uns unter der Tür nach den Füßen schauen! Als die kleinen Geißlein unter die Tür schauten, sahen sie natürlich die schwarzen Füße des Wolfes. Also riefen sie wieder, Wir machen die Tür nicht auf. Unsere Mutter hat keine schwarzen Füße. Ihre sind weiß. Du bist der Wolf. Der Wolf wurde sehr wütend und ging davon. Dieses Mal ging er zum Bäcker. Als der Bäcker ihn sah, war er sehr überrascht. Ich bin jetzt Vegetarier, also esse ich jetzt nur noch Brot. Kannst du mir etwas Mehl geben? Der Wolf kam mit einem Sack Mehl aus der Bäckerei heraus. Als er sich dem Haus näherte, öffnete er den Sack und streute das Mehl über seine Füße. Jetzt waren sie ganz weiß. Der schlaue Wolf klopfte erneut an die Tür der Geißlein. Öffnet die Tür, meine Geißlein. Ich habe euch leckeres Essen aus dem Wald mitgebracht. Zeig uns deine Füße, sodass wir wissen, dass du unsere Mutter bist. Der Wolf zeigte ihnen seine Füße mit dem Mehl darauf. Als die kleinen Geißlein seine weißen Füße sahen, glaubten sie, dass es ihre Mutter war und sie öffneten die Tür. Und was sahen sie?
Der große, böse Wolf stand direkt vor ihnen. Die kleinen Geißlein wussten nicht, was sie tun sollten. Also begannen sie panisch herumzurennen und zu schreien. Versucht es erst gar nicht. Ich werde euch alle kriegen. Ein Geißlein versteckte sich unter dem Tisch. Ein zweites hüpfte ins Bett. Das dritte kletterte in den Ofen. Das vierte versteckte sich in der Küche. Das fünfte kletterte in den Schrank. Das sechste lief hinter den Vorhang. Und das siebte Geißlein hüpfte in die große Wanduhr. Aber der schlaue Wolf war zu schnell und fing sie alle nacheinander ein, egal wo sie sich versteckt hatten. Lauft! Komm her! Ich fange euch alle ein! Bleib hier! Das einzige Geißlein, das er nicht fand, war das in der Wanduhr. Er war sowieso satt, also gab er die Suche auf und verließ das Haus. In der Nähe fand er einen Baum. Er legte sich darunter, um ein Nickerchen zu machen. Kurze Zeit später kam die Mutter Geiß zurück. Als sie sah, dass die Tür offen war, wusste sie, dass etwas passiert war und begann zu schreien. Ah, meine kleinen Geißlein! Als sie das Haus betrat, war sie schockiert. Die Tische und Stühle waren alle umgeworfen. Vorhänge waren zerrissen, die Betten waren durchwühlt. Die Kissen und Decken lagen auf dem Boden verteilt. Die Mutter Geiß suchte nach ihren Kindern, aber konnte sie nicht finden. Sie begann, alle ihre Namen zu rufen, aber niemand antwortete. Schließlich rief sie den Namen ihres jüngsten Geißleins und hörte plötzlich eine leise Stimme. Ich bin in der Wanduhr, Mama. Die Mutter rannte zu der Uhr und holte ihr Geißlein heraus. Sie umarmten sich. Unter Tränen erzählte das kleine Geißlein seiner Mutter, was passiert war. Der Wolf hat sich verkleidet und wir dachten, dass du es warst. Und wir haben die Tür geöffnet und dann hat der Wolf alle meine Geschwister gefressen. Die Mutter Geiß war entsetzt. Sie weinte um ihre Geißlein. Mit nur noch einem ihrer Geißlein verließ sie das Haus und sie gingen zum Fluss. Plötzlich sahen sie den Wolf unter seinem Baum schlafen. Er schnarchte so laut, dass die Äste am Baum zitterten. Die Mutter beobachtete den Wolf für eine Weile. Sie sah plötzlich, dass sich der Bauch des Wolfes bewegte. Oh mein Gott, kann es möglich sein, dass meine Geißlein im Bauch des Wolfes noch am Leben sind? Sie hatte einen Plan. Renn nach Hause und bring mir eine Nadel und Faden und eine Schere. Als das kleine Geißlein nach Hause lief, sammelte die Mutter 6 große Steine ein. Nach kurzer Zeit kam das kleine Geißlein mit der Nadel, dem Faden und der Schere zurück. Die Mutter schnitt mit der Schere den Bauch des Wolfes auf. Sofort kamen alle ihre Geißlein aus dem Bauch geklettert. Sie waren alle wohlauf. Die Mutter freute sich so sehr und die kleinen Geißlein umarmten ihre Mutter voller Liebe und Erleichterung. Mama! 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 Sie waren alle voller Freude. Ah, meine kleinen Geißlein, ihr seid gerettet! Die Mutter Geiß nahm die Steine, die sie gesammelt hatte, und legte sie in den Bauch des Wolfes. Dann nähte sie seinen Bauch mit Nadel und Faden wieder zu. Der Wolf schlief so tief und fest, dass er davon nichts merkte. Er rührte sich nicht. Die Mutter und ihre Geißlein liefen schnell davon. Als der Wolf aufwachte und aufstand, hatte er schlimme Bauchschmerzen. Er dachte, das wäre, weil er zu viele Geißlein gegessen hatte. Wegen der Steine in seinem Bauch wurde er sehr durstig. Er ging zum Fluss, um etwas Wasser zu trinken. Aber als er loslief, schlugen die Steine gegeneinander. Mein Bauch ist so voll und schwer. Er wollte sich herunterbeugen, um an das Wasser zu gelangen. Aber weil die Steine in seinem Bauch so schwer waren, verlor er das Gleichgewicht und fiel ins Wasser. Hilfe! Ich ertrinke! Hilfe! Er rief so laut er konnte, aber niemand kam ihm zur Hilfe.
Das Gewicht der Steine zog ihn herunter und er verschwand im Wasser. Die Muttergeiß und ihre Geißlein hatten alles beobachtet. Sie liefen zum Fluss und riefen voller Freude: Der Wolf ist tot! 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 Hand in Hand tanzten und sprangen sie herum. Von diesem Tag an lebten die Muttergeiß und ihre kleinen Geißlein ein glückerfülltes und friedliches Leben in ihrem kleinen Haus im Wald. Es lebte einmal am Rande eines großen Waldes ein kleines Mädchen mit goldenem Haar. Wegen ihrer strahlend blonden Locken nannte man sie Goldlöckchen. Jeder war vom Anblick ihrer Haarpracht verzaubert. Aber obwohl sie so niedlich aussah, konnte sie von Zeit zu Zeit ein recht ungehorsames kleines Mädchen sein. Jedes Mal, wenn sie zum Spielen nach draußen ging, musste ihre Mutter sie warnen. Schatz, bitte bleibe im Garten und laufe nicht in den Wald hinaus. Tief im Wald, in einem kleinen Haus, lebte die Bärenfamilie. Papa Bär mit den breiten Schultern, Mama Bär mit dem rosa Haarband und der kleine Babybär. Mama Bär stand jeden Morgen früh auf, um zum Frühstück Haferbrei zu kochen. Eines Morgens wachte Babybär früher auf als sonst und begann sofort seinen Haferbrei zu essen. Aber er war noch viel zu heiß. Mama, können wir im Wald spazieren gehen, bis mein Haferbrei abgekühlt ist? Mama, Papa und Babybär ließen ihren Haferbrei auf dem Tisch und gingen in den Wald. An diesem selben Morgen spielte Goldlöckchen mal wieder im Garten, während ihre Mutter das Frühstück vorbereitete. Aber sie fand es bald langweilig, immer nur im Garten zu spielen. Und sie war so neugierig und wollte wissen, was sich dort im tiefen Wald befand. Was soll schon passieren, wenn ich nur ein bisschen spazieren gehe? Sie sah sich um. Als sie sich sicher war, dass niemand sie sehen würde, lief sie los in den Wald hinein. Als sie außer Atem war, blieb sie stehen und sah sich um. Was für ein schöner Wald! Blumen, Bäume! Warum bin ich noch nie hier gewesen? Und sie begann, tiefer in den Wald zu laufen. Zur selben Zeit ging die Bärfamilie im Wald spazieren und Babybär entdeckte einen Bienenstock auf einem Ast. So ein großer Bienenstock! Der ist bestimmt voller Honig! Papa, können wir davon was essen? Nein, mein Junge! Der Honig gehört den Bienen! Wir können nicht einfach in jemandes Haus gehen und ihr Essen essen. Das gehört sich nicht. Ihr habt recht. Dann muss ich wohl warten, bis wir wieder zu Hause sind. Mittlerweile war Goldlöckchen für eine lange Zeit im Wald herumgelaufen. Und sie hatte sich verlaufen. Sie versuchte zurückzugehen, aber sie konnte den Weg nicht mehr finden. Sie war sehr müde und hatte Hunger. Sie begann zu weinen, weil sie so müde war. Doch nach kurzer Zeit gelangte sie an das Ende des Weges. Und sie entdeckte das Haus der Bärenfamilie zwischen den Bäumen. Sie näherte sich vorsichtig dem Haus. Sie lief darum herum, aber sie konnte niemanden sehen. Sie klopfte an die Tür, aber niemand antwortete. Dann sah sie durch das Fenster und sie erblickte die drei heiß dampfenden Schalen auf dem Tisch. Sie ging zurück zur Tür und dieses Mal klopfte sie fester. Und die Tür öffnete sich. Goldlöckchen freute sich sehr. Sie trat ein und rief: Jemand zu Hause? Als niemand antwortete, begann sie sich umzusehen. Sie ging zum Tisch herüber. Und auf dem Tisch standen drei Schalen mit Haferbrei. Eine große, eine mittlere und eine kleine. Goldlöckchen war so hungrig, also wollte sie die große Schale leer essen. Aber sobald sie den Löffel in den Mund steckte, verbrannte sie sich die Zunge. Der Haferbrei war noch viel zu heiß. Sie probierte also von der mittleren Schale. Aber der Haferbrei in dieser Schale war kalt geworden. Viel zu kalt. Schließlich probierte sie von der kleinsten Schale. Dieser Haferbrei ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Genauso wie ich es mag. Und sie aß die ganze Schale leer. Als sie aufgegessen hatte, fühlte sie sich sehr voll und sie wollte sich ausruhen. Sie ging zu den drei Stühlen, die vor dem Kamin standen. Ein Stuhl war sehr groß, der zweite war mittelgroß und der dritte war der kleinste.
Zunächst versuchte Goldlöckchen, sich auf den großen Stuhl zu setzen. Aber sie konnte nicht mal darauf klettern. Sie setzte sich auf den mittelgroßen Stuhl. Aber dieser war sehr hart. Sie fand das sehr ungemütlich. Also setzte sie sich auf den kleinsten Stuhl. Dieser war sehr gemütlich und hatte genau die richtige Größe für sie. Doch plötzlich brach der Stuhl mit einem lauten Krach unter ihr zusammen. Goldlöckchen saß verdutzt auf dem Boden und wusste nicht, was sie tun sollte. Sie lief in das Nachbarzimmer und dort standen drei Betten. Ein großes, ein mittleres und ein kleines Bett. Zunächst sprang sie auf das große Bett, aber es war viel zu groß für sie und die Matratze war ihr zu hart. Das zweite war immer noch etwas zu groß und außerdem war es viel zu weich. Also legte sie sich auf das dritte Bett. Dieses Bett war genau die richtige Größe für sie und es war sehr bequem. So bequem, dass Goldlöckchen sofort einschlief. Während sie schlief, kam die Bärenfamilie nach Hause. Papa Bär hatte etwas Holz für den Kamin gesammelt. Mama Bär hatte frische Waldbeeren gepflückt und Baby Bär freute sich sehr auf seinen Haferbrei. Als sie zu Hause ankamen, setzten sie sich sofort an den Tisch. Aber als Papa Bär in seine Schale schaute, sagte er verärgert: Jemand hat von meinem Haferbrei gegessen. Mama Bär sah auch in ihre Schale und sagte: Jemand hat auch von meinem gegessen. Und als Baby Bär in seine Schale blickte, begann er zu weinen. Dieser jemand hat auch meinen Haferbrei probiert. Und nicht nur probiert, sondern ganz aufgegessen. Sie standen auf und sahen sich um. Papa Bär bemerkte seinen Stuhl vor dem Kamin. Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen. Er wurde verschoben. Auch Mama Bär hatte etwas bemerkt. Jemand hat auch auf meinem Stuhl gesessen. Und wie zuvor begann Baby Bär wieder zu weinen. Jemand hat auch auf meinem Stuhl gesessen und hat ihn zerbrochen. Vorsichtig ging die Bärenfamilie in das Schlafzimmer. Jemand hat in meinem Bett gelegen. Schau, es ist ganz durcheinander. Jemand hat auch in meinem gelegen. Jemand hat auch in meinem Bett gelegen und schläft immer noch darin. Papa Bär kam herüber zu Baby Bärs Bett und er sah, dass tatsächlich jemand darin lag. Vorsichtig zog er die Bettdecke zurück. Und sie waren alle sehr überrascht, als sie das kleine Mädchen erblickten. Was macht dieses kleine Mädchen in unserem Haus? Sag dem kleinen Mädchen, es soll sofort aus meinem Bett raus. Goldlöckchen wurde von Babybärs Weinen geweckt. Als sie die drei Bären vor sich stehen sah, erschrak sie sich schrecklich und lief so schnell sie konnte davon. Sie lief aus dem Haus hinaus und rannte, ohne sich umzusehen. Sie war ganz außer Atem, aber sie blieb nicht stehen. Und sie wusste gar nicht, wohin sie laufen sollte. In diesem Moment sah sie ihre Eltern durch den Wald laufen. Als Goldlöckchen nicht zum Frühstück erschienen war, waren sie losgegangen, um sie zu suchen. Goldlöckchen war sehr froh, ihre Eltern zu sehen. Sie lief zu ihrer Mutter und umarmte sie. Oh Mama! Wir waren so besorgt. Geht es dir gut? Von jetzt an werde ich immer auf dich hören. Ich werde nie wieder weglaufen, ohne Bescheid zu sagen. Goldlöckchen umarmte ihre Eltern ganz fest. Von diesem Tag an, wie sie es versprochen hatte, hörte sie immer auf ihre Eltern und machte nichts Unerlaubtes mehr. Sie war für immer ein braves und gehorsames Mädchen.